Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Ich bin der Jens und heute sprechen wir mal über das Thema Split und Resplits von ETFs. Natürlich bezogen, wie in den vorhergehenden Videos, die ihr hier schon aus der Serie kennt, auf den VXX, auf den SVXY. Aber ihr könnt das im Grunde genommen für alles anwenden, also für jeden ETF, für jede Aktie, die einen Split oder einen Resplit unterzogen wird. Das ist immer das Gleiche. Darum geht es im heutigen Video. Also was ist überhaupt ein Split, was ist ein Resplit und im Grunde lässt sich das eigentlich sehr, sehr leicht erklären. Splits werden an den Börsen immer durchgeführt, wenn man das optische Erscheinungsbild, den optischen Preis eines Underlyings verändern möchte. Wir haben das in Boomphasen sehr, sehr häufig erlebt, dass zum Beispiel Aktien gesplittet wurden. Würde man Aktien nie splitten, dann könnte es passieren, dass es so ist wie zum Beispiel jetzt momentan bei einer Berkshire Hathaway, die ja weit über 100.000 Dollar kostet und somit für die meisten Anleger ja ausscheidet, weil sie einfach nicht das Geld haben und selbst wer 100.000 Dollar hat, möchte wahrscheinlich nicht eine einzelne Aktie in seinem Depot haben, sondern ja doch mehrere. Und deswegen werden sogenannte Splits durchgeführt, das heißt, wenn Aktien zu teuer geworden sind, dann werden sie gesplittet, in mehrere aufgeteilt und das bedeutet eben, mal angenommen, du hast die Aktie XYZ in deinem Depot. So, lass uns mal hier noch eine andere Farbe nehmen. Du hast XYZ und du hast bislang eben, was weiß ich, von dieser Aktie 20 Stück im Depot und jetzt kommt ein Split von mir aus 1:3. Dann bedeutet das, du bekommst für eine alte Aktie 3 neue. Neue Aktien ist nicht so ganz richtig, sondern einfach zu dem gesplitteten Preis. Gab es kürzlich erst zum Beispiel, was heißt kürzlich, letztes Jahr glaube ich, gab es das bei Google. Als Google über 1000 Dollar gegangen ist, haben wir gesagt, oh, das ist zu teuer, wir setzen die runter, dann ist die 1:2 gesplittet worden. Wenn es eben jetzt hier 1:3 ist, dann heißt das eben, du hast danach 60 Aktien im Depot. Also das sind jetzt hier die Stück. Und was passiert mit dem Preis? Angenommen, der Preis war eben vorher, machen wir mal so ein Beispiel, 120 Dollar. So, dann ist eben der neue Preis einfach auch durch 3 ist eben dann 40 Dollar. Und daran siehst du, ob du nun 20 Stück hast zu 120 oder 60 zu 40, das ist im Endeffekt das Gleiche, das ändert nichts. So, wie ist es jetzt bei so einem Resplit? Da werden einfach die Vorzeichen umgekehrt. Also das ist, machen wir es mal zum Beispiel, wie es beim VXX war, da waren diese Verhältnisse 4:1. Das heißt, der VXX, bei dem wissen wir ja, dass er aufgrund der Rollverluste, die er hat, immer mehr an Wert verliert. Und die Gesellschaft, zum Beispiel Barclays, hat jetzt immer so geschaut, wenn er unter 10 Dollar fällt, dass ihn einfach optisch wieder ein bisschen teurer gemacht hat. Und dann gab es eben sogenannte Resplits. Das heißt, wenn du jetzt, fangen mal an mit dem Preis, der hat von mir aus jetzt 10 Dollar noch gekostet. Und danach hat er ihm einfach das Vierfache gekostet. Das heißt, er hat dann 40 Dollar gekostet. So, und wie ist das jetzt, wenn du vorher bestimmte Stückzahlen hattest? Also, es ist natürlich einfach, wenn du eine runde Zahl hattest. Also, angenommen, du hattest irgendwie 100 Stück. So, du hattest 100 Stück. Und jetzt wird das 4:1 geteilt. Naja, gut, dann hast du eben am Ende 25 Stück. So, zu 40 Dollar. Ne? Und das können wir auch wieder ausrechnen, 10 mal 100 sind 1000, 25 mal 40 sind 1000. Du heißt, das hast genau wieder das Gleiche. Wie ist das jetzt, wenn man eine runde Zahl hat oder eine Zahl, die sich eben nicht so einfach teilen lässt? Also angenommen, du hast hier irgendwie, was weiß ich, du hast, sagen wir mal, machen wir was Einfaches, damit ich es auch ein bisschen leicht habe zum Rechnen, du hast 42 Stück. So, dann kannst du das ja zwar durch 4 teilen, aber natürlich die 2. Das ist dann, wäre ja dann ein Halb und 10,5 Aktien gibt es nicht. Und dann hast du Folgendes, dann bekommst du 10 neue Aktien oder 10 Anteile an diesem ETF. Und die 2, die hier übrig bleiben, die werden dann einfach Cash abgegolten. Das heißt, du bekommst dann einfach diese 2 Stück 10 Dollar beziehungsweise diese, ja genau, oder diese 0,25, ne? Nein, 0,5 mal 40 Dollar bekommst du dann einfach ausgezahlt. Das heißt, du würdest 20 Dollar Cash überwiesen bekommen. Am Ende ist das wieder das Gleiche. Also du verlierst durch solche Splits oder Resplits kein Geld.
Wie ist jetzt, wenn du Optionen hast, dann ist das natürlich auch nichts anderes. Auch das wird einfach angepasst. Wer zum Beispiel jetzt manchmal noch in die Option Chains von Apple schaut, der sieht manchmal so krumme Zahlen und das kommt aufgrund dieser Splits zustande, denn wir bleiben mal beim VXX. Also angenommen, der ist ja jetzt heute bei 18 Dollar ungefähr und sagen wir mal, du hast einen 30er Call geschrieben, okay? Du bist short einen Call am Strike von 30. So, und jetzt käme heute ein Resplit, das heißt, der Preis hier würde sich vervierfachen, okay, sind 40, 4 mal 8 sind 32, das heißt, der Preis würde gehen auf 72, na, hab ich's richtig gerechnet, 4 mal 10, 32, genau, also Resplit 4 zu 1, und jetzt könnte man sagen, oh, dann wäre ich doch tief im Geld hier mit dieser Option, ne? Vorher bin ich out of the money und jetzt bin ich plötzlich in the money. Natürlich nicht, sondern diese Strike-Preise würden natürlich entsprechend auch angepasst. Das heißt, aus dem 30er Strike, den du jetzt hast, auch den würde man einfach mal 4 rechnen, würde dann ganz einfach hier ein, du hättest dann plötzlich short den entsprechend, ganz kleinen Moment, den 120er Strike und das Bezugsverhältnis würde noch angepasst. Das heißt also, das Bezugsverhältnis hier würde ja eine Option ist gleich 100 ETFs. Und wie wäre es dann hier? Eine Option ist gleich 25 ETFs. Letztendlich wäre das trotzdem genau wieder das Gleiche. Es gäbe keinen Unterschied. Und deswegen muss man vor solchen Splits, vor solchen Resplits überhaupt keine Angst haben. Man muss sich da auch nicht ewig damit beschäftigen. Man muss wissen, was da passiert. Wie gesagt, wenn es Resplits gibt, bei einem normalen Split ist es kein Problem, weil es ja dann mehr Aktien werden. Bei einem Resplit, wo es weniger wird und die nur im Wert steigen, kann es eben sein, dass der Teil, der nicht gesplittet werden kann, dass da ganz einfach dann eine Barauszahlung kommt. Ansonsten kann bei dem Thema an sich nichts passieren. Ich persönlich vermute, dass es bald schon wieder im VXX einen Resplit geben wird. Ich denke mal, wenn der so in Richtung 10 wieder fällt, wir sind jetzt bei 18, wir waren vor dem Crash im August, waren wir ja schon bei ungefähr 15, das heißt, wir waren gar nicht mehr so weit weg. Kann also durchaus sein, wenn alles an den Börsen einigermaßen ruhig bleibt und der nicht hochgeht, sondern kontinuierlich jetzt wieder fällt und man irgendwann vielleicht in den nächsten 6, 7, 8 Monaten in Richtung 10 kommt, vielleicht unter 10 fällt, dass Barclays dann sagt, wir machen wieder den Resplit, um den einfach optisch teurer zu machen. Das hat, glaube ich, auch regulatorische Grenzen oder regulatorische Gründe von den Preisen irgendwie, dass die dann anders listen können. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, aber meistens ist es wirklich eine reinweg optische Sache. In den 90ern war das wirklich diese Splits ganz angesagt in dieser Dotcom-Bubble, in der Internet-Bubble. Da wurden nahezu alle Internetaktien mehrmals gesplittet. Man hatte dann immer ganz, ganz viele Aktien, weil man sie einfach optisch billiger machen wollte, damit einfach die Leute mehr kaufen. Weil der Mensch ist nun mal so, wir kaufen halt lieber 10 Aktien a 100 Euro als eine Aktie a 1000 Euro. Obwohl das in Summe genau das Gleiche ist, aber der Mensch ist so und Aktien wollen auch verkauft werden. Unternehmen machen das ganz gern, weil je mehr Handel in der Aktie, je höher der Preis, umso besser ist das für die Vorstände, umso einfacher ist es, Anleihen zu platzieren und deswegen wird das gemacht. Und hier bei den Resplits geht es wirklich um die technische Handelbarkeit. Das war es im aktuellen Video. Wir sehen uns wieder demnächst in einem neuen Video. Ihr wisst, Kommentare da rein, Daumen hoch, abonnieren und so weiter. Kennt das? Und weil wir es lange nicht gesagt haben, sage ich es mal wieder. Immer daran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Gerade der VXX eignet sich da super dafür. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.